your life, Louisa. Oh, a very straight without. Oh, Louisa. Einer den verdammten Zeppelin? Hören kann ich ihn, Sir, aber nicht sehen. Richthöhe 50, 150 Grad. 150. 165. 165. Richthöhe 45. Richthöhe 45. Feuer! Der Zeppelin! Ich habe ihn gesehen, glauben Sie mir, ich habe ihn gesehen, Sir. Er fliegt 3000 Meter hoch, Mrs. Parker. Und außerdem über den Wolken. Also ganz unmöglich. Überzeugen Sie sich doch selbst. Kommen Sie raus. Da ist er. Nein, Mrs. Parker. Aber da war er. Sie hätten schneller hier sein müssen. Sie sehen krank aus. Ach, ich habe ja vergessen, Sie haben... Schwindelanfälle, Mrs. Parker. Das brauchen Sie mir nicht dauernd auf die Nase zu binden. Ist doch nicht schlimm. Jeder von uns hat heutzutage was. Bei Ihnen ist die Höhe, bei meinem Seligen was Platzangst. In der U-Bahn. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Mrs. Parker. Geoffrey, haben Sie es eilig oder trinken wir einen zusammen? Schade, ich habe eine Besprechung. Mit blauen Augen und langen Haaren? Na, dann schieben wir es auf. Cheerio. Hier ist Anderson, Sir. Er ist auf dem Weg zu ihr. Großartig, wie befohlen. Als hätte auf dem Dienstplan gestanden. Guten Abend. In der Schwarzwälderstorm haben wir 100 Meter Boden bekommen. Schau, das Gelände, 50 Mann pro Meter. Jetzt haben wir wieder 100 Meter verloren und jeden Meter Boden mit 20 Mann bezahlt. Idiotisch. Großbritannien spaziert wie ein Schlafwandler über dem Abgrund. Ich habe das Oberhaus gewarnt. Wir sollten die Finger vom Krieg lassen. Wir haben nichts zu gewinnen. Im Moment kann London nur die Hände falten und beten. Die Steigfähigkeit der Zeppeline ist 1000 Meter höher als die unserer Flugzeuge. Die Herrschaften im Kriegsministerium sollten sich was einfallen lassen. Wenn man die Zeitung liest, kann einem schlecht werden. Hey, Geoffrey. Sie stammen doch aus einem schottischen Clan. Geben Sie mal den Ton an. Schottische Offiziere sind mein Traum. Sie haben so hübsche Röckchen an. Es kommt nicht auf die Röckchen an. Es kommt darauf an, was drin ist. Und unser Lied, das Sie hier spielen, geht so. Tolles Aufgebot an gut aussehenden Männern. Es wird jede Woche aufregender. Wie machen Sie das, Liebste? Es ist mein Hobby. Ich sammle sie. Ach, jetzt habe ich es wieder. Jetzt können Sie es haben. Geoffrey, wie hoch ist die Lebenserwartung eines Piloten an der Westfront? 3 Wochen. Lassen Sie sich doch nichts einreden. Immer die Besten wollen raus. Und das sind immer die Besten, die nicht wiederkommen. Hallo? Hallo? Thank you.
Hallo? Hallo? Jetzt noch nicht, Geoffrey, es ist zu früh. Kannst du nicht sagen, dass du eine Erkältung bekommen hast oder sowas? Ich krieg was Schlimmeres, wenn ich heute Morgen nicht da bin. Dann wandere ich in Arrest. Wie sein lebender Häftling, als ein toter Soldat. Ich habe so ein Gefühl, die schicken mich bald nach Frankreich. Ich wundere mich sowieso schon, warum ich noch hier bin. Wäre reiner Irrsinn. Ich komme an die Front und der erste Deutsche, den ich abknalle, ist mein eigener Cousin. Emmerich. Wahrscheinlicher ist, dass er mich umlegt. Wenn wir auf Jagd gingen, hat er nie daneben geschossen. Emmerich und ich waren wie Brüder. Weiß der Himmel, was aus ihm geworden ist. Geoffrey, ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Wir kennen uns jetzt seit einigen Monaten. Ich bin oft drauf und dran gewesen, dir deine Fragen zu beantworten. Die Fragen, wie es deiner Familie in Deutschland geht. Du konntest nicht ahnen, dass ich genau im Bilde bin. Geoffrey, ich muss es dir endlich sagen. Und ich will es dir auch sagen. Dein Cousin Emmerich ist vor einigen Wochen verwundet worden. Aber es geht ihm gut. Er ist auf Genesungsurlaub zu Hause in Bayern. Vorgestern bekam er das Eiserne Kreuz. Vorgestern? Mhm. Das kannst du doch unmöglich heute schon wissen. Er hat auch gefragt, wie es dir geht. Danke, dass du mir es sagst. Ich... Hat er keine Ahnung, du bist eine... Spionin. Sehr erschrocken. Na, danke. Schöne Bescherung. Ach, verdammt, dieser blödsinnige Krieg. Geoffrey. Gentlemen. An diesem Modell der neuesten Zeppelin-Konstruktion sehen Sie ein paar von den Gaszellen. Sie befinden sich unter der Hülle, die Sie schützen soll. Diese Ballons enthalten Wasserstoff und dieser Wasserstoff trägt die Zeppeline. Ich demonstriere, welche Wirkung der Schuss aus einer Leuchtpistole auf einen Ballon hat. Augenblick, Sergeant. Warten Sie bitte. Da uns nun auch der rangjüngste Offizier mit seiner Gegenwart beehrt, können Sie in Ihrer Demonstration fortfahren. Ja, Sir. Wirklich beachtlich. Aber wenn wir die Zeppeline nicht mal mit unseren Kanonen erreichen, wie kommen wir dann mit Leuchtpistolen ran? Wir wollten nur den wunden Punkt der Zeppeline demonstrieren, die leichte Entflammbarkeit des Wasserstoffs. Unsere Kanonen haben Sie zwar getroffen, doch nicht in Brand gesteckt. Sergeant! Ich verwende jetzt eine Standardpatrone mit Stahlmantelgeschoss der Normalausführung, Kaliber 303. Von dem Geschoss wird der Wasserstoff nicht entzündet. Es bohrt nur winzige Löcher in die Gaszellen. Das Gas entweicht, doch nicht so viel, dass der Zeppelin sinkt. Ja, das ist ein alter Hut, Sergeant. In anderthalb Stunden bin ich beim Premierminister. Da fragen Sie mir ein Loch im Bauch, mit welchen neuen Waffen man die verdammten Zeppeline runterbringt. Ja, nun, dazu kommen wir jetzt, Sir. Sergeant! Dies ist eine neue Erfindung, an der Captain Brock arbeitet. Eine Art Brandkugel für die Luftabwehr. Die holt die Zeppeline vom Himmel. Die Sache ist noch nicht hundertprozentig entwickelt, aber Captain Brock ist zuversichtlich. Er hofft, er schafft es in 3 Monaten. Wir können nicht 3 Monate auf Flugzeuge warten, die hoffentlich hoch genug fliegen, die hoffentlich diese Kugeln abschießen und hoffentlich jeden Zeppelin zur Explosion bringen. Vorsicht, nicht so hart aufsetzen, Premierminister. Die haben noch ihre Mucken. Die Moral der Bevölkerung ist die stärkste Waffe im Krieg. Unsere Männer an der Front sind um ihre Frauen und Kinder besorgt.
Die Zeppelin-Angriffe, das muss ich zugeben, Sir, haben eine gewisse Hysterie über einem Teil der Zivilbevölkerung hervorgerufen. Doch unsere Probleme sind bestimmt nicht größer als die unserer Feinde. Soll ich vielleicht darüber in Jubel ausbrechen? Zurzeit würde ich herzlich gern unsere Probleme mit Ihren tauschen. Ausgezeichneter Schlag. Genau auf den Punkt. Ah, ziemlich genau. Ich bin immer in Hochform, schnell im Rasen. Ich frage mich, ob ich je herauskriege, was du mir gegenüber fühlst. Aber das musst du doch wissen. Du bist zu sensibel, zu feminin, zu intelligent, um das nicht zu wissen. Geoffrey, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich habe alles für dich eingefädelt. In 2 Tagen kannst du in Deutschland sein. Schon Freitagnachmittag in Deutschland? Donnerwetter, das ist unglaublich. Sie ist nicht nur eine attraktive Frau, sie ist auch eine gute Agentin. Stephanie ist wirklich ganz große Klasse. Sir? Ja? Darf ich fragen, was Sie nun... Setzen Sie sich, Geoffrey. Ruhig, Blut. Trinken Sie eine Tasse Tee? Danke, Sir. Sir. Trinken Sie mit Milch? Nein, danke. Danke, Sir. Sir, ich würde gern wissen... Zucker? Danke, Sir. Verhaften Sie sie, Sir. Werden Sie das tun? Ich denke überhaupt nicht dran. Geoffrey Richter Douglas. Ihre Großmutter ist die Baronin von Richter. 3 Cousins im aktiven Dienst. In der deutschen Armee. Sie haben Dr. Altschul und Graf Zeppelin kennengelernt. Das habe ich meinen Vorgesetzten zur Kenntnis gebracht, Sir. Meine Großmutter kennt alle wichtigen Leute in Bayern, nicht nur Dr. Altschul und Graf Zeppelin. Ich war immer in den Sommerferien bei ihr. Lieutenant, Sie bauen einen neuen Zeppelin-Typ in Friedrichshafen, den LZ-36. Und wir wünschen, dass Sie für uns die besonderen Konstruktionsmerkmale und Flugeigenschaften herausfinden, damit wir Gegenmaßnahmen ergreifen können. Die Deutschen wollen Sie haben und wir wollen, dass Sie gehen. Aber ich kann mir nicht denken, wofür die mich drüben brauchen könnten. Wir wissen, wofür wir sie brauchen. Und das genügt uns. Dieser kleine Trip nach Deutschland ist ein Befehl, Sir? Nein, das tun Sie ganz freiwillig, Geoffrey. Es wäre uns lieber, wenn Sie es freiwillig tun, Geoffrey. Und ich dachte, Sie wären mit meiner Arbeit zufrieden. Schließlich habe ich im Büro ja nichts falsch gemacht. Und der Alte hat sich eingebildet, dass eine gewisse junge Dame Sie auf den richtigen Weg bringen würde. Ich hätte es gleich wissen müssen. Als Whitney mich in diese Patriotenanstalt gesteckt hat. Nicht weinen. Ein bisschen Spaß hat Ihnen das Ganze doch auch gemacht. Und jetzt habe ich mich in die Nesseln gesetzt. Für meine Familie drüben war ich schon immer ein Verräter. Und jetzt bin ich es auch noch für meine Familie hier. Von meinen Freunden ganz zu schweigen. Luftangriff, Gentlemen! Ich eigne mich nicht zum Spion. Für das Handwerk bin ich nicht geboren. Wie ist Ihr Codename? Bunting Blue. Kontaktmann? Meyer. Adresse? Hochstraße 37, Friedrichshafen. Fabelhaft. Falls die Deutschen Zweifel bekommen, ob sie ein echter Überläufer sind, müssten wir noch eine... Aber so sehr werden sie uns hoffentlich nicht misstrauen. Geoffrey. Wäre ich dir doch nie begegnet. Nun ist es für uns beide zu spät. Hier lang.
haben doch genau gezielt. Linker Oberarm, Sir. Exakt. Die Wirkung der Luftangriffe auf die Briten ist bekannt. Die uneinnehmbare Insel ist verwundbar. 12 Fliegerstaffeln, die an der Front gebraucht werden, sind blockiert, um London zu schützen. Vermehrte Angriffe und sie bitten um Frieden. Wir wollen alle einen schnellen Frieden, aber Bomben auf Zivilisten, auch wenn sie unbeabsichtigt sind, stärken nur den Kampfgeist. Ja, wenn sie nur militärische Ziele angreifen, doch offensichtlich ist die Genauigkeit ihrer Zielgeräte beschränkt. Bei allem Respekt für Dr. Altschul. Meine Luftschiffe waren niemals für den Kriegseinsatz gedacht. Ihr Eingreifen über England soll nur die Kämpfe in den Schützengräben schneller beenden. Und den Landkrieg als überholt abtun. Ein begrüßenswertes Vorhaben. Der Plan liegt durchaus in unserer Reichweite. Auf der Werft ist eine neue Konstruktion. Stärkere Motoren. Aluminiumbauweise. Der LZ 36. Ich habe keine neue Konstruktion genehmigt. Der Geheimdienst finanziert die Konstruktion. Der Geheimdienst? Was sollen wir damit gewinnen? Die Angriffswaffe, die wir noch nie besaßen. Wenn die Testflüge abgeschlossen sind und das Luftschiff in Dienst gestellt ist, planen wir eine einzige Operation, die die britische Moral vollkommen untergraben wird. Die Engländer verraten. Er wird auch uns verraten. Als er zu uns zurück wollte, ist er fast getötet worden. Außerdem brauchen wir ihn. Da, von Richter. Fein, dass Sie gekommen sind. Wie ich höre, sind Sie bald wieder auf dem Damm. Das ist Major Tauntler, Gottfried von Richter. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr von Richter. Die Briten haben uns angeboten, Sie gegen einen Generalmajor auszutauschen. Kommen Sie. Es ist mir unerklärlich, weshalb ich so wichtig für Sie bin. In der britischen Armee war ich nur ein einfacher Leutnant. In dieser turbulenten Zeit, in der alles auf den Kopf gestellt wird, wechselt der Wert eines Mannes überraschend schnell. Bitte, setzen Sie sich. Würden Sie uns bitte sagen, was Sie auf diesen Bildern erkennen? Aber gern. Also das ist... Das ist Loch Ness. Wieder Schottland? Craigievar Castle. Dunvegan Castle. Carl of Lockarch. Balmoral. Das weiß ich sogar. Ach, das ist interessant. Das Bild ist alt. Ich meine nur, weil die Bäume auf dem Berg inzwischen gefällt sind. Ausgezeichnet. Und das da? Das? Glenn Mattock natürlich. Aha. Nochmal Glenn Mattock. Von der Westseite, wo der Bach ins Tal fließt. Auf der Spitze sind die Ruinen von Belcoven Castle. Kein sehr gutes Bild. Ah ja, das Bild ist besser. Ja, Belcoven Castle. Und nur da oben wurde inzwischen das Osttor zugemauert, aus Sicherheitsgründen. Es hat eine unwahrscheinlich faszinierende Geschichte. Die Gefangenen wurden früher hineingebracht, indem sie... Wir danken Ihnen vielmals. Nett von Ihnen, dass Sie uns geholfen haben, Herr von Richter. Ja, sehr liebenswürdig. Der Fahrer wartet draußen und bringt Sie wieder nach Hause. Hoffentlich macht Ihre Genesung schnelle Fortschritte. Gute Besserung. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Danke und auf Wiedersehen. Nicht zu danken. Auf Wiedersehen. Das mit dem Osttor war mir neu. Gottfried! Ach.
Lieber Doktor. Das freut mein altes Herz, Sie nach so vielen Jahren wiederzusehen. Aus Ihnen ist ein Mann geworden. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Keine Komplimente. Ich weiß, die Jahre fordern Ihre Zinsen. Sie müssen uns unbedingt besuchen. Meine Frau soll Sie kennenlernen. Wissen Sie, dass ich wieder verheiratet bin? Nein, das weiß ich nicht. Ja, Sie kommen zu uns zum Abendessen. Ich hole einen besonders guten Jahrgang aus dem Keller und wir sprechen von alten Zeiten, ja? Sagen wir gleich morgen Abend. Nicht vergessen. Erika wird uns was zu essen machen. Erika! Meine Frau! Oh, komme ich zu früh oder ist es ein falsches Datum? Nein, nur zu früh. Kommen Sie bitte herein. Ich bin Gottfried von Richter Douglas. Ja, das ist mir bekannt. Ihr Bild war im Morgenblatt. Die Briten zahlen 5000 Pfund für Ihren Kopf. Das habe ich gelesen. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich bin zwar Christians Frau, aber in erster Linie seine Assistentin. Christian muss jeden Augenblick da sein. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Flucht aus England. Danke. Als mir Christian gestern sagte, dass Sie zu uns zum Essen kommen würden, war ich ziemlich überrascht. Dann habe ich darüber nachgedacht. Wie Sie die Jahre in England verbracht haben, bei Ihren britischen Freunden. Und nun sind Sie hier bei Ihren deutschen Freunden. Christian würde nie mit einem Verräter befreundet sein. Deshalb steht für mich fest, dass Sie ein Spion sind. Setzen Sie sich, ich mache mich erst ein bisschen zurecht. Hier sind ein paar Aufnahmen von Christians Zeppelinen. Interessiert Sie doch sicher. Danke. Nur die alten natürlich. Was werden Sie jetzt machen? Gehen Sie zum Militär? Ich glaube ja. Was anderes kann ich ja kaum tun. Sie haben doch Christians erste Frau gekannt. Ja, Heidi, wir waren gute Freunde. War sie ein liebenswerter und großzügiger Mensch? Ja, sehr. Das höre ich von allen. Ich glaube manchmal, dass ich ganz anders bin. Unsere Ehe ist für viele Bekannte nicht ganz einfach zu erklären. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Zuerst war ich seine Schülerin, dann seine Assistentin und jetzt seine Frau. Fliegen Sie mit Ihrem Mann zusammen? Das Ladegewicht ist für ein Luftschiff von größter Bedeutung. Meine Kenntnisse ersetzen 3 Mann der Besatzung. Fliegen Sie gern? Selbstverständlich. Es ist ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Würden Sie bitte an den Apparat gehen? Hallo? Nein, nein, Doktor, das ist Ihre Nummer. Hier spricht Gottfried. Ja, ich war ein bisschen zu früh hier. Selbstverständlich, Moment, ich rufe Sie. Gnädige Frau? Da wir auf dem besten Wege sind, Feinde zu werden, nennen Sie mich Erika. Es ist Ihr Mann. Danke sehr. Hallo, Christian? Ach, ey. Ja, natürlich, ich komme sofort. Das Abendessen fällt aus. Kleine Panne mit dem Luftschiff. Ich muss sofort auf die Werft. Sie tun nichts, was ihm schaden könnte, nicht wahr? Das würde ich nicht zulassen. Bunting. Hm? Haben Sie englische Stoffe? Blue Bunting? Sie sind doch Schneider, noch nichts gehört davon. Blue Bunting. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich habe mich offensichtlich im Geschäft geirrt. Bunting Blue. Ich habe 3 Wochen auf Sie gewartet. Ich hatte eine Schussverletzung. Wir mussten Sie verwunden, um sicherzugehen, dass man Sie in die Heimat schickt. Sie wollen doch damit nicht sagen, dass der Schuss Absicht war. Das war doch nur ein Kratzer. Kratzer? Ich habe immerhin 1 Liter Blut verloren. Dafür sehen Sie jetzt umso gesünder aus.
In den nächsten Tagen soll der LZ-36 inspiziert werden. Können Sie sich Eintritt in die Werft verschaffen? Dort war ich schon. Sie haben mich da ausgequetscht. Ich musste Diaz beschreiben. Von Schottland. Und jetzt wollen Sie außerdem noch eine Röntgenaufnahme von meinem Arm machen. Die Wunde hilft uns mehr, als wir uns hätten träumen lassen. Ach, ich war bei Dr. Altschul und seiner Frau, Frau Doktor. Gut, prächtig. Den Kontakt müssen Sie unbedingt pflegen. Ich habe das Gefühl, dass sie mir misstraut. Das ist doch unmöglich. Ich kann es nicht näher definieren. Weibliche Intuition vermutlich. Sie ist überhaupt schwer durchschaubar. Ich habe, glaube ich, eine wichtige Information für Sie. Irgendetwas stimmt mit dem LZ-36 nicht. Das weiß ich. Ganz Friedrichshafen redet darüber. Der Flug ist abgesagt und die Mannschaft im Urlaub. Kommen Sie morgen wieder. Vielleicht haben wir weitere Instruktionen für Sie. Das ist die erste Anprobe. Herr von Richter, würden Sie bitte mitkommen? Ich muss Sie bitten, Ihre Taschen zu leeren. Können Sie mir eine Erklärung geben? Was haben Sie mit mir vor? Den gesamten persönlichen Besitz und alles, was Sie aus Metall bei sich haben. Ihre Uhr, bitte. Den Ring auch? Ja, bitte. Schreiben Sie hier Ihren Namen auf. Ihren Ausweis? Den Augen. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Was? Und ziehen Sie diese an. LZ-36. Eine großartige Leistung unserer Ingenieure. Der Traum von Leonardo da Vinci ist jetzt Wirklichkeit geworden. Ich
hoffe, dass Ihnen der Flug gefallen wird. Sandsäcke sichern! Leinen von den Propellern fernhalten! Die Strickleiter. Alle Sandsäcke gesichert! Sie meinen, ich... Selbstverständlich, warum nicht? Sie werden die Erde aus 4000 Meter Höhe sehen. Ein unvergessliches Erlebnis. Kommen Sie. Querrudersperre prüfen. Na los. Ruhig halten. Der Mann fliegt doch wohl nicht mit uns. Doch. Sie wissen, das Ladegewicht hat die kritische Grenze erreicht. Wir können niemand mehr mitnehmen. Keine Aufregung, gnädige Frau, es ist alles in Ordnung. Ich habe einen Mann von der Besatzung gestrichen. Aber wir brauchen jeden Einzelnen, das wissen Sie doch. Den Bombenschützen nicht. Der ist nicht an Bord. Es ist ein Testflug. Ist der Test nicht abgesagt? Ach ja, die Information war absichtlich falsch. Dieser Flug ist geheim. Dr. Altschul, Sie kennen sich? Ja. Herr Dr. Altschul, gestatten Sie, gnädige Frau. Prüfen Sie den Gasdruck. Gottfried von Richter, Kommandant von Gorian. Der Test ist Staatsgeheimnis. Ich übernehme die Verantwortung. Kommen Sie. Ihr Zivilanzug von Richter ist hier fehl am Platz. Dieser hier ist für unsere Zwecke besser geeignet. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie sich den Start an. Oberst Hirsch? Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mich eingeladen haben. Können Sie mir auch sagen, warum? Alles zu seiner Zeit, von Richter. Passen Sie auf ihn auf, sobald wir Phase 3 erreicht haben. Wenn was schief geht, wissen Sie Bescheid. Macht er Dummheiten, liegt er tot auf britischer Erde in deutscher Uniform. Motor 1, bemannt und läuft. Motor 4, bemannt und läuft. Ballast 2500 Kilogramm. Druck ausbalanciert. Auftrieb negativ. Reservedruck 100 Kilogramm. Gewicht des Luftschiffs 1200 Kilogramm. Alle Positionen besetzt. Danke, Harrich. Wenn Sie jetzt erlauben. Das Luftschiff ist unser Kind. Bitte behandeln Sie es auch so. Tourenzahl von 1 und 2 erhöhen. Höhenrichtung auf 10 Strich. Höhenruder eingestellt auf 10. Auftrieb. Reservedruck 172. Flugauftrieb jetzt im Schiff. Mannschaft, Halteleinen los. Halteleinen los! Höhenrichtung 16. Alle Maschinen voraus. Motoren um 200 Umdrehungen erhöhen. Schiff hoch. Motoren 1300 Umdrehungen.
zuerst Manövriertest, dann die Höchststeckleistung. Möchten Sie die Höhle sehen? Kommen Sie. Nach Ihnen. Wo sind die Fallschirme? Was für Fallschirme? Für die Notfälle. Wie kommt man hier schnell raus? Springen! Jeder Fallschirm wiegt 20 Kilo. Die Besatzung besteht aus 30 Köpfen. Und jetzt zeige ich Ihnen die Sehenswürdigkeit. Major Tantler, unser Freund sieht angegriffen aus. Vielleicht möchte er lieber hier bleiben. Nein, ich würde gerne einen Rundgang machen. Sehr, sehr gern. Besonders, weil es das neueste Modell ist. Vergessen Sie nicht, sich an den Streben festzuhalten. Ich gebe mir Mühe. Das sind die Gaszellen. Wir haben 20 davon im Schiff. 23 Meter hoch und 10 Meter lang. Das ist die Gondel für den Beobachter. Wir setzen den Mann rein und seilen ihn dann ab. Oberst Hirsch möchte Sie unbedingt sprechen. Danke. Ich übergebe Sie sehr viel charmanteren und kompetenteren Händen. Ist das Ihr Werk? Ich habe sie verbessert. Sie hat Schwanzflossen, damit sie nicht rumwirbelt. Sie wird bis unter die Wolken hinabgelassen? Der Beobachter spricht mit der Führergondel über Telefon. Was berichtet er? Dass es da unten regnet? Nein. Er gibt Zielanweisung für den Bombenabwurf. Für einen Spion sammeln Sie so viel Kenntnisse, dass Sie Ihr Geld wert sind. Motor 4 spuckt Funken. Was ist los? Muss am Vergaser liegen. Heißt das, wir müssen umkehren? Dr. Altschul? Die berechnete Geschwindigkeit mit drei Motoren müsste 109 Stundenkilometer sein. Wenn Kommandant von Gorian diese Geschwindigkeit erreicht, dann wird er Ihnen die Antwort geben. Lassen Sie Motor 4 reparieren. Auf höchsten Steigungswinkel gehen. Die Motoren 1, 2 und 3, 1400 Umdrehungen. Minuten, 8 Sekunden. 112 Stundenkilometer. Gut. Gut gemacht, Kommandant. Sonnenaufgang 6.40 Uhr. Noch eine Stunde, 18 Minuten. Können wir die Höhe mit drei Motoren halten? Wir verlieren 2300 Kilo Auftriebskraft mit einem Motor. Wenn wir das gleiche Gewicht an Ballast abwerfen, wird sich zeigen, ob die Berechnung stimmt. Maximalauftriebstest. Alles Kaltwetterschutzanzüge für Höhentest anlegen. Ach, von Richter. Also, das ist für Sie. Für mich? Ja, selbstverständlich. Maximalauftrieb. Zellendruck 26, Reservedruck 159. Maximum für Steigungswinkel. 2300 Kilogramm Ballast ablassen. Jetzt! Flugwinkel 16 Grad. 3300 Meter. Anpeilen 3750 und steigen.
Lufttemperatur minus 10 Grad und fallend. Maximalen Höhenwinkel halten. 3350 und steigt. Winkel gleich bleiben. Meter. Anpeilen 5000. Temperatur minus 23 Grad. Ohne Sauerstoff können wir nicht höher. Auftrieb Drossel! Gasseldruck senken. Melde Reparatur an Motor 4 abgeschlossen. Erbitte Genehmigung zur Zündung. Was halten Sie von ihm? Er ist erschreckend. Ich möchte lieber sagen, er ist ein Wunderwerk. LZ 36. Prosit. 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 Zum Prost. Herr Dr. Altschul, wir verneigen uns vor Ihrem Können. Ohne Sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Augenblick, bitte. Testflug erfolgreich abgeschlossen. 1. September 1915. Dienstbereit ab morgen in Friedrichshafen. Und nun, meine Herren, wenn Sie uns bitte entschuldigen wollen, wir haben zu arbeiten. Und du ruhst dich aus, hm? Ja, Sie fliegen uns nach Haus, ja? Von Gorian, ich muss Sie sprechen. Wir drehen nicht um. Was? Hier ist der Befehl. Da Altschul das Luftschiff als einsatzfähig bestätigt hat, wird es in Dienst gestellt. Und zwar sofort. Wieso? Das war doch vorher gar nicht abgesprochen, Oberst Hirsch. Ja, aber gerade deshalb tun wir es ja. Der Zeppelin ist im Kriegseinsatz. Ihr Auftrag Nummer 1, Sie landen hier. Dann kommen wir niemals nach Deutschland zurück. Wir haben nur Benzin für den Testflug getankt. Tanken ist im Plan vorgesehen. Senden Sie Funkspruch nach Friedrichshafen. Test ist erfolgreich abgeschlossen. Dann verschließen Sie das Funkgerät und versiegeln es. In ein paar Stunden sind wir zu Hause. Nein, nein, stehen Sie nicht auf. Sie brauchen Ruhe. Ruhen Sie sich nie aus? Nein, ich bin während des Flugs zu aufgeregt. Ich glaube fast, Sie sind stolzer auf das Luftschiff als Ihr Mann. Manchmal denke ich, es wäre besser, wenn ich zu Hause wäre wie andere Frauen und auf ihn wartet. Machen Sie sich Sorgen? Selbstverständlich. Ein Funke und dieser über 100 Meter lange Riese explodiert und wir haben eine feurige Himmelfahrt. Die gleiche Himmelfahrt können Sie den Leuten auf der Erde bereiten. Ich weiß genau, wie das ist. Als wir hörten, dass die Luftschiffe englische Städte bombardierten, hat Christian geweint. Und baute fleißig weiter. Christian ist ein Mann, der hin und her gerissen wird. Das werden wir alle. Die Sonne? Da stimmt was nicht. Christian! Von Goya! Wo fliegen wir hin? Norwegen. Norwegen? Wieso? Kriegseinsatz. Wie können Sie das zulassen mit meiner Frau an Bord? Bedauere. Aber ohne Ihre Frau hätte es nicht wie ein Testflug ausgesehen. Wenn ich zurückkomme, werde ich Protest bei den höchsten Stellen einlegen. Die höchsten Stellen, Dr. Altschul, haben es so befohlen. Es tut mir wirklich leid, Sie diesem Risiko auszusetzen, gnädige Frau. Sie übernehmen das Kommando nach einem einzigen Testflug? Selbstverständlich. Das Schiff ist einsatzbereit. Hat von Richter etwas damit zu tun? Ich kann Ihnen keinerlei Informationen geben. Entschuldigen Sie, Herr Oberst. Ja, was ist? Der Befehl, das Funkgerät zu versiegeln, ist zu gefährlich für die Sicherheit des Luftschiffes. Wir brauchen alle 2 Stunden den Wetterbericht. Wir werden ohne Wetterbericht fliegen. Danke. Zu Befehl.
15 Meter. Felsriff voraus. Drei Grad Steuerbord. 12 Meter Riff voraus. Platz voraus. Fertig machen zum Ankern. Auftrieb negativ. Höhenruder 10 ab. Langsam. Zwei Strich Steuerbord. Gleichmäßig. Langsam, langsam. Alle Motoren aus. Wir müssen die Gaszellen kontrollieren, bevor wir die Fahrt fortsetzen. Natürlich. Wir fliegen bereits 18 Stunden. Das Schiff ist noch zu wenig erprobt. Die Technik muss überprüft werden. Es wäre Selbstmord, die Fahrt ohne Vollinspektion fortzusetzen. Sie haben zwei Stunden, Doktor, nicht länger. Eine Stunde. Nach einer Stunde müssen wir unbedingt weiter. Das ist Wahnsinn. Aber von Korian, ich bitte Sie... Fangen Sie an, wir haben keine Zeit. Lauf, weitergeben. Weitergeben. Jetzt pumpen! Genießen Sie die Aussicht? Das Einzige, was ich tun kann. Vielleicht braucht man sie später noch. Was ist das für ein Kampfeinsatz? Sie glauben mir nicht, aber ich bin genauso ahnungslos wie Sie. Aufwachen. Ihr Typ ist gefragt. Treibstoff einfüllen. Oh, wenn's sein muss. Ich bin sowieso arbeitslos. Wo soll ich anpacken? Sie? Nichts. Ich soll mich bei Ihnen melden. Und ich sage Ihnen, dass ich Sie hier nicht brauche. Gehen Sie zurück zu Ihrem Funkgerät. Habe Funkverbot. Höchster Befehl. Klar machen zum Abflug, Kommandant. Mir fehlen noch Daten, Oberst.
Klar machen zum Abflug. Ich muss noch die Tabelle kontrollieren. Wir müssen alle was tun, Frau Dr. Altschul. Wir steigen auf, sofort. Fehlanzeige. Mein Typ war nicht gefragt. Das ist typisch, Kommiss. Auf dieser Fahrt braucht mich kein Schwanz. Hätte auch in Urlaub bleiben können. LZ36 Norwegen Bunting Blue. Muss ich sofort dem Chef melden. Davon rate ich Ihnen dringend ab. Aber ich muss. Großer Irrtum, das werden Sie sich verkneifen. Sie haben das Gerät bedient und eine Nachricht gefunkt. Im Schiff. Motoren 1300 Umdrehung. Maximalsteigungswinkel. Unser nächstes Rendezvous ist hier. Das ist auf hoher See. Ein guter Treffpunkt. Aber wir fliegen über britische Kreuzerpatrouillen, die schlafen nicht. Dann müssen wir über die Wolken steigen. Falls Wolken da sind. Da sind Sie. Nein, das kenne ich noch nicht, doch ich lese es gern mal. Dankeschön. Ich habe etwas für Sie. Ihre Uniform. Bitte. Sie entschuldigen. Eine Majorsuniform? Ja, warum denn nicht? Ich habe Sie befördert. Aber Sie stehen unter meinem Kommando. Haben Sie verstanden? Alles Kaltwetterschutzanzüge anlegen! Na, dann wollen wir uns mal umziehen. Norwegen? Wieso Norwegen? Die Bestätigung ist ausgeblieben, Sir. War der Funkspruch denn so verstümmelt? Aufgenommen wurde nur LZ36, Bunting Blue, Norwegen. Er braucht Sauerstoff. Helfen Sie ihm, schnell! Beeilen Sie sich, er kriegt keine Luft. Niedrige Wolkenformation, Backbord, Kommandant. Gehen Sie auf 4000 Meter runter. Zellendruck auf 8 Kilo vermindern.
Der Funker ist über Bord. Er hat Eis abgeschlagen. Er hatte Befehl, im Funkraum zu bleiben. Ich konnte ihn nicht halten. Dafür trage ich die Verantwortung. Nicht Sie, Kommandant. In meinem Bericht übernehme ich die volle Verantwortung. Aufreißende Wolkendecke. Da ist es. Ein Strich Steuerbord. Motoren drosseln. Auf 1000 Umdrehung. Windrichtung? Das Schiff liegt gegen den Wind. Zielanflug gegen den Wind. Ladung und Passagiere. Austreten! Kommando geht von Bord! Hier rauf! Immer nur einer! Bewegung, Herrschaft! Vorwärts! Langsam hoch! Was ist in den Flaschen? Sauerstoff? Es ist Senfgas. Nicht an Bord meines Luftschiffes! Wieder abladen! Dr. Altschul, bitte! Das ist ungeheuerlich, unmenschlich! Ich verbiete es! Doktor, bitte! Das ist kriminell! Ihre Arbeit ist beendet. Es wird weitergeladen. Christian. Mit dieser Sache will ich nichts zu tun haben. Daran hätten wir früher denken sollen. Einsatzort. Melkorven Castle. Die schottische Küste. Die Ruinen von Melkorven. Wir werden hier runtergehen, in dieser Bergschlucht landen. Damit sind wir von Beobachtern abgeschirmt. Wir überfliegen Glenmattock in direktem Kurs auf den Landeplatz. In diese Gewölbe haben die Briten ihr Nationalarchiv verlagert. Weit weg von London und unseren Bomben.
Historische Dokumente, Gemälde und wahrscheinlich die Magna Carta. Das wichtigste Dokument der englischen Freiheit. Es handelt sich nicht um einen kleinen, alltäglichen Überfall. Wir nehmen den Briten weitaus mehr als Geld oder eine Festung. Ihre Geschichte, ihre Moral. Sie werden erkennen, dass sie gegen diese neue Waffe schutzlos und machtlos sind. Dass kein Unterschlupf auf dieser Insel mehr sicher ist. Major Tauntler, jetzt sind Sie dran. Ich danke Ihnen. Der Angriff erfolgt durch diesen unterirdischen Gang. Er ist für die Dauer des Krieges vermauert worden. Aber das Schwierigste bei diesem Unternehmen ist das Einschweben auf dem Landeplatz. Die Motoren werden abgestellt, wir gleiten lautlos in das Tal. Wenn der Gleitweg einmal festgelegt ist, haben wir keine andere Wahl mehr. Sie, Major von Richter, mit Ihrer genauen Kenntnis dieser Landschaft, werden mich während der letzten kritischen Augenblicke beraten, bevor die Motoren abgestimmt werden. Für 5 wichtige Minuten liegen Erfolg oder Misserfolg unseres Auftrags in Ihren Händen. Wir haben Gelegenheit gehabt, Ihr Wissen zu überprüfen. Und ich bin überzeugt, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Nun, zu den Einzelheiten unseres Auftrags. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment. Mir ist nicht ganz gut. Ich werde auch froh sein, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir werden den Eingang zu diesem unterirdischen Tunnel aufsprengen. Haben sich überraschend schnell erholt. Was machen Sie da an dem Funkgerät? Herr von Richter, wo sind Sie? Sie sind eine ständige Überraschung für mich, Major von Richter. Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich wollte nie eine Frau an Bord haben. Und jetzt gehen Sie zur Einsatzbesprechung zurück. Ja, natürlich. Einen Augenblick. Höhe? 1700. Behalten Sie diese Höhe bei. Herr Major, hier nehmen Sie die Karte. Und vergessen Sie nicht, dass wir jetzt ganz allein auf Sie angewiesen sind. Ich habe die Gegend noch nie aus der Luft gesehen. Wir werden nicht sehr hoch sein, Herr Major. Höchstens 100 Meter von der Erde entfernt. Na, sind Sie fertig? So fertig wie nur möglich. 1600 Meter senken! Herr Böser Major!
nicht mehr. Licht aus. Motoren halbe Fahrt. Hören Sie sich auch nicht? Sind Sie ganz sicher? Ja, das ist die Eisenbahnlinie. Links, 70. Über Lock Herren. Mattock Hills, rechts, 19. Welcome Castle müsste direkt vor uns sein. Motoren aus! Motoren aus! Wir treiben. Ich brauche noch eine Minute Anschub vom Steuerbordmotor. Tauntler? Ja, aber nicht mehr. Steuerbordmotor 400 Umdrehungen. Stellt ihr den Motor ab? Er ist zu laut. Nein, nichts. Von Richter, das ist es, nicht wahr? Ja, das ist Belko. Etwa 800 Meter vor uns. Frei zur Landung. 18 Meter. 14. 7. 3. 2. Der Bauer behauptet, er hätte einen Zeppelin gehört. Das müsste etwa hier sein. Es gehen so viele falsche Meldungen ein. Nicht nachforschen, Sir? Nein, nein, der Bauer hat vermutlich zu viel getrunken und ein Motorrad gehört oder sowas. Mhm.
Rufen Sie London, die Deutschen greifen an. Ich glaube, er ist nicht ganz klar, Sir. Er behauptet, er sei Schotte, aber sprechen tut er wie einer aus London. Er trägt eine deutsche Offiziersuniform. Alarmieren Sie den Admiralstab in London. Geben Sie durch LZ-36. Bunting Blue. Das ist ein Wahnsinniger. Wie ist denn der reingekommen? Er behauptet, er kommt aus Norwegen in einem Zeppelin, der Senfgas geladen hat. Er sagt, die Deutschen haben die Invasion aus der Luft gemacht. Hallo. Ich spreche noch. Hallo, Sir? Sie haben die Leitung durchgeschnitten. Sie kommen! Ja, ja, Kleiner, reg dich nicht auf. Hallo! Komm raus hier! Keine Bewegung. Admiral Hall gibt's wirklich. Er ist Chef des Marinegeheimdienstes. Könnte ich den Admiral sprechen? Zwei Mann hierher. Aufmachen, vorsichtig. Bisschen schneller, Major. Alarmieren Sie die Einheit. Ja, Sir. Hören Sie, Sie müssen mir glauben. Ich übergebe Sie meinem Major. Bitte. Ich möchte ja nur die Leuchtpistole. Dann ist der Angriff sofort zu Ende. Sie machen nicht weiter, wenn Sie sehen, dass Ihr Zeppelin brennt.
Glauben Sie mir, ich kann das beenden. Ich kriege es nicht auf, Herr Major. Dann sprengen Sie es auf! Ich hätte dich am Funkgerät verraten können. Los doch! Worauf wartest du? Schieß doch! Los, schieß! Schick sie zum Teufel! Christian und alle anderen! Da ist er! Feuer! Los! Jungs! Gebt ihnen Feuerschutz! Halt ihn fest!
sichtet in Edinburgh. Bei seiner jetzigen Geschwindigkeit müsste er in einer Stunde in Newcastle sein. Sonnenaufgang in 3 Stunden. Gut. Staffel 142, Dünkirchen. Staffel 806 nach Calais. Staffel 34 nach Newport. Ja, gut. Staffel 112 nach Scarborough. Staffel 16 nach Burnham Market. Staffel 53 nach Norwich. Welche Staffel fliegt SE-Maschinen? 16, Sir, aber noch in Ausbildung. Steigen trotzdem auf. Alles rauf, was Flügel hat. Wenn der Zeppelin bei Glenn Mattock genug abbekommen hat, erwischen wir ihn. Inzwischen sollten wir mal feststellen, ob unser Freund Richter Douglas unter den Gefangenen ist oder unter den Toten. Du wirst überleben. Wenn überhaupt einer überlebt. Hast du geschafft, was du gewollt hast? Von Wollen kann keine Rede sein. Was ich jetzt will, ist überleben. Du kannst mich erschießen lassen. Ja, das könnte ich. Sich um die anderen. Überfliegen Newcastle. Unsere Höhe? 2300. Bei Sonnenaufgang brauchen wir 5000. In 2 Stunden müssen wir auf 5000 steigen. Ich glaube nicht mal, dass wir die augenblickliche Höhe halten können. Erreichen wir die Höhe nicht, kriegen uns die Jäger. Was nicht lebenswichtig ist, müssen wir abwerfen. Einschließlich der Toten. Ich sage es Towntler. Ich werde es ihm sagen. Alles Übergewicht muss raus! Gesamte Überlast muss raus! Staffel 12 aufgestiegen. Staffel 16 aufgestiegen. Staffel 53 aufgestiegen. Meter. Nicht noch ein paar Reservetanks? Nein, nichts. Na, dann wird's lustig, wenn die Briten ihre Jäger aufschicken. Na, es wird schon schief gehen. Und wenn sie die neuen Jäger einsetzen? Dann brauchen wir allerdings 1000 Meter mehr. Aber noch in dieser Sekunde. Da kommen sie schon. Feindverbände im Anflug auf Steuerbord. Fette, dicke Ente.
Meter. So hoch kommt keiner mehr. Christian! Die Tür ist verschlossen. Christian! Hier ist eine Mitteilung aus Berghoven, Sir. Keine Spur von Richter Douglas. Nicht unter den Verwundeten, den Toten, den Gefangenen. Er muss an Bord sein. Der Junge hat einen ausgesprochenen Sinn fürs Überleben. Ich hoffe, er kann so gut schwimmen, wie er fliegt. Oder Belgien. Ist es Holland, dann ist es neutral. Dann werden wir, solange dieser Krieg dauert, interniert. Ja. Falls uns noch die Landung glückt.